Hallo Welt, ich bin Stefan von Databrick, einen wunderschönen Tag in meinem Schlafzimmer im Herzen von Bayern. Was habe ich euch mitgebracht? Nichts, wovor ihr euch fürchten müsstet. Ein gepimptes IKEA-Stolman-System. Was ist daran gepimpt? Ich habe zwei Schubladenelemente zusammengeklebt und auf vier Schwerlastrollen montiert. Wie das Ganze aussieht, welche Vorteile das hat und wie ihr das Ganze ganz einfach nachbauen könnt, zeige ich euch gleich im Anschluss. Zunächst einmal, so sah es bei mir aus. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Modular, funktional und mobil. So, welche Vorteile bietet diese modulare Bauweise jetzt? Ich finde, diese vier Schwerlastrollen verleihen dem Möbelstück ein futuristisches Aussehen, modernes Aussehen. Und natürlich ist diese Bauweise auch viel praktischer als dieses alte Stolman-System, das an Stangen befestigt war. Ihr wollt hinter dem Möbelstück, hinter dem Container staubsaugen. Alles kein Thema. Das ist innerhalb von Sekundenbruchteilen weggerollt. Ihr kommt ganz leicht dahinter, könnt staubsaugen. Ihr wollt das Schlafzimmer umstellen. Kein Thema. Das ist ein Ding von Minuten. Ihr könnt es ausprobieren. Ja, das war mit dem alten Stolm-System überhaupt nicht denkbar. Da hat ein Umbau einen Tag gedauert. Und dann hättet ihr keine zweite Version mehr ausprobiert. Das hätte keiner getan. Das ist jetzt mit diesen Schwerlastrollen einfach kein Thema mehr. Ich finde auch, es sieht einfach schöner aus. So, was brauchen wir jetzt für einen Container? Wir brauchen einmal ein Original IKEA Stolman Brett. Das ist das hier mit dieser Befestigungsplatte. Dann brauchen wir noch zwei Schubladenelemente. Das ist das hier. Dann brauchen wir noch einen Kleber. Und vier Schwerlastrollen und natürlich bestenfalls noch einen Akkuschrauber. Diese Platte lösen wir gleich. Ich zeige euch aber auch noch die Platte, die an den Schubladenelementen ist. Die lasse ich dran, denn wenn man die löst, das werdet ihr gleich sehen, gibt es darunter viele hässliche Löcher. Und wenn ihr diese Löcher nicht stopfen wollt und dann übermalen wollt, dann würde ich euch einfach raten, lasst die drauf. Es sieht ganz okay aus, zumindest für mich. So, jetzt lösen wir erstmal die Schrauben, dann zeige ich euch, wie das darunter aussieht. Keine Angst, diese Löcher, die wird man später nicht sehen. Auf dieser Seite werden die Schwerlastrollen montiert und darüber kommen dann die Schubladenelemente. Also von Löchern sieht man da nichts. So, und jetzt entfernen wir dieses Befestigungssystem. Schraube raus, Metallteil weg. Und ihr seht, diese Löcher sehen nicht wirklich schön aus. Interessiert aber niemand, denn auf diese Seite werden wir die Schwerlastrollen montieren. So, ein Brett hat zwei dieser Befestigungsschienen. Die müsst ihr entfernen. Und auf dieser Seite montiert ihr dann auch die vier Schwerlastrollen. Eine Schwerlastrolle hat eine Metallplatte mit vier Löchern. Da kommen die Schrauben durch. Die werden da durchgedreht. Und mit diesem Brett befestigt, kein Thema, er legt ihr einfach drauf, zeichnet mit einem Bleistift die vier Löcher an, guckt, dass er ein bisschen Rand lässt, denn wenn ihr die Schraube, die ist ziemlich dick, zu nah am Rand durchdreht, dann reißt es hier aus. Also passt da auf, geht ein bisschen vom Rand weg, ist ja egal, ob ihr hier einen Zentimeter reingeht, macht ja nichts, dreht die Schrauben hier durch diese Öffnungen, befestigt damit die Schwerlastrollen, passt. Fertig. Ich kann euch jetzt natürlich nicht zeigen, wie ich diese Schwerlastrollen am Brett befestige, denn ich habe meine schon drunter und ich wollte sie nicht wegschrauben. Aber ich werde gleich noch einen Container umdrehen und euch zeigen, wie das von der Unterseite her aussieht. Ist selbsterklärend, kriegt ihr hin, alles kein Problem. Und so sieht das Ganze dann von unten aus. So, das ist also diese Schwerlastrolle. Und diese Schwerlastrolle ist mit dieser Metallplatte verbunden, die vier Löcher hat. Und durch diese vier Löcher schraubt ihr diese Holzschrauben. Damit befestigt ihr die Schwerlastrolle am Brett. Und wenn ihr dann alle vier Schwerlastrollen an dem Brett befestigt habt, dann klebt ihr auf der Oberseite ein Schubladenelement drauf. Mit Kleben statt Bohren oder einem Kleber eures Vertrauens. Das ist hier diese Bodenplatte mit diesen vier Schwerlastrollen und das ist praktisch schon die
Bodenplatte von dem Schubladenelement. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr den Kleber anbringt? Bitte achtet darauf, dass ihr den Kleber nicht zu nah am Rand anbringt. Denn wenn ihr später das Schubladenelement draufsetzt, dann drückt es den Kleber nach außen über die Kante und das sieht nicht schön aus und ihr müsst wieder wegputzen. Ich habe immer mit ein paar Zentimeter Abstand den Kleber angebracht und habe da noch in der Mitte ein X gezeichnet. Das ist vollkommen ausreichend, das passt. Und zuletzt das Verkleben des Schubladenelements. Achtet bitte darauf, dass ihr das Schubladenelement richtig herum verklebt. Denn ihr ahnt schon, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr es falsch herum verklebt, dann würde sich diese Schublade ganz anders öffnen, nämlich verkehrt herum. Und das will man unbedingt vermeiden. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat mein kleines Tutorial-Video Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da. Ich finde, ein kreatives Video, ja, das hat schon was und ist etwas anderes, wie wenn man jemand beim Amazon-Paket auspacken zuguckt. Ich finde, das ist schon ein Like wert. Ansonsten, ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Natürlich. Wenn ihr Spaß an Design habt, am guten Design, da wird noch einiges kommen. Auch natürlich über Legeprojekte, die ich noch plane, die ich schon im Kopf habe, die schon fertig sind. Und da wird sich so einiges tun. Und das kann man ganz gut nutzen im Haushalt, im Alltag. Es wird spannend. Ja, bleibt mir wohlgesonnen und habt eine schöne Zeit. Ciao.